Sons of Fame. Hier grüßen Rom und Sterne, ein Schild am Meer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh. Sehnsucht auf fremde Länder, Fernweh, Fernweh. So nah und Träume werden oft wahr. Ich steh vor Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney. Von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Traveler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada, und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame, ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schild am Meer, mit Grüßen aus der Ferne. Ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bhakti, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft versetzt. Mensch, was mache ich denn jetzt? Was Neues kann ich auch nicht anfangen. Ach, eineinhalb Stunden ist es schön. Wo ist sie denn? Meine Freundin. Mich so langweilig. Das könnte vielleicht ein bisschen was am Klavier klimpern. Es sind schon zwei Stunden. Okay. Ach, jetzt fällt mir eine Melodie ein. Toll. Klingt ganz gut. Klingt ganz gut. Aber einen Titel brauche ich noch. Was könnte ich mir noch überlegen? Zweieinhalb Stunden, die kommt heute nicht mehr. Ja, Zitronenbaum. Zitrone. Ja, das könnte vielleicht der Titelsong sein. Melodie habe ich schon. Zitrone, klingt gut. Mensch, das Lied ist entstanden. Innerhalb von 20 Minuten hat Peter Freudenthaler 1995 Lemon Tree komponiert. Und zwar aus einer Situation heraus, als er auf seine Freundin gewartet hat. Ja, wenn die gekommen wäre, hätte es wahrscheinlich diesen Welthit gar nicht gegeben. Ja, der Hit ging um die Welt. Sie sind aufgetreten in Indonesien, in Taiwan, in China, in Russland, in der ganzen Welt. Und wenn man jetzt Leute fragt, Lemon Tree, natürlich ist bekannt, Fool's Garden. Ja, Fool's Garden sind jetzt wieder durchgestartet. Sie waren zweimal bei Gottschalk. In der 90er-Show sind sie vorgestellt worden.
Ja, und wie vorgestellt worden? Thomas Gottschalk hat in der Sendung gesagt, was macht einen Welthit aus? Und dann hat er eine Rolle entrollt und da steht drin, in den Ländern muss es dargeboten worden sein, jeder muss es kennen, so viel goldene Schallplatten, dieses und jenes. Ja, und diesen Welthit zeichnet aus Lemon Tree. Dann war er noch einmal in der Thomas Gottschalk Show, noch mal 18 und jetzt am Sonntag vor 8 Tagen im ZDF-Fernsehgarten. Ja, sie haben einen neuen Song gemacht, auf den werden wir später noch zurückkommen. Aber jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen die Gruppe, die Lemon Tree komponiert hat, mit Frontman Peter Freudenthaler. Und jetzt schauen wir mal, ob sie sich sehen lassen hinter den Schildern des Fernwehparks. Ich darf ganz herzlich hier in Oberkotzau auf der Showbühne des Fernwehparks begrüßen, Fool's Garden. Ja, lieber Peter, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Tag. Wunderschön. Ich darf euch bitten, hier in der Mitte etwas Platz zu nehmen. Und jetzt darf ich einfach mal das Mikrofon weiterreichen an den ersten Bürgermeister, den Meister der Marktgemeinde Oberkotzau, Herrn Stefan Breuer, um seitens der Marktgemeinde euch ganz herzlich willkommen zu heißen. Lieber Stefan, du hast das Mikro. Sehr gern. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns in Oberkotzau. Guten Morgen. Da freuen wir uns, dass sich manchmal Frauen oder Freundinnen verspäten, sonst würden wir heute wahrscheinlich alle gar nicht da sehen und auf ein bestimmtes Lied warten. Aber wir freuen uns, dass ihr heute hier seid. Vor ein paar Tagen habt ihr wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass es Oberkotzau gibt und wo es liegt. Heute sind wir also alle da und wir freuen uns ganz besonders. Mein ganz besonderer Gruß gilt natürlich den Zuhörern und Zuschauern. Also, ja, ich habe schon gedacht, ein paar Leute werden da heute schon kommen, weil es ist Freitagvormittag, viele müssen arbeiten. Also das ist nicht selbstverständlich und als ich da jetzt hergelaufen bin, also war ich schon mehr als überrascht. Schule haben wir auch hier, es gibt keinen besseren Unterricht als hier im Fernwehpark, viel schöner als in unserer Grundschule. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr alle da seid, denn dann ist es doch ein würdiger Rahmen. Wir bedanken uns auch für die Technik, das hätten wir alles so nicht stemmen können, weil Tonstudio haben wir halt in Oberkotzau auch noch nicht. Und vielleicht ein Wort zu unserem Fernwehpark. Lieber Klaus, du kannst es sicherlich besser sagen, aber einen Satz möchte ich schon loswerden. Der Fernwehpark ist also seit 2018 hier in Oberkotzau. Und wenn man sich das anschaut, wir haben da nicht einfach gedacht, oder der Klaus, das sind schöne bunte Schilder, die schrauben halt mal fest, sondern da ist schon eine Ideologie dahinter. Also es geht um Frieden, Freiheit, Völkerverständigung, alle Menschen sind gleich. Und wir freuen uns über jeden, der natürlich diesen Park besucht. Und das sind sehr, sehr viele. Das ist also schön. Und wir freuen uns über jeden, der die Ideologie mitträgt und sagt, wir sind heute hier und möchten auch Teil dieses Projektes sein. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns. Ich habe gehört, es gibt ja vielleicht auch sogar ein neues Lied, was wir heute auch hören können. Viele kennen es noch nicht. Also wir freuen uns ganz, ganz euch, dass ihr da seid und wünschen euch viel Spaß in Oberkotzau und natürlich auch viel Spaß an euch. Dankeschön. Dankeschön. Lieber Stefan, bleib doch noch mal kurz hier. Wir wollen die Gelegenheit schon mal jetzt für ein kleines Gruppenfoto nutzen, denn ich möchte mich bei jemandem auch ganz herzlich bedanken. Wir haben jetzt über 400 Stars im Science of Fame, die habe ich alle akquiriert, nach hierher gebracht, aber bei Fool's Garden bin ich etwas unschuldig. Ich habe nicht den ersten Kontakt hergestellt, sondern es gibt jemanden, der wohnt hier in Oberkotzau, der hat gesagt, hast du schon Fool's Garden? Habe ich gesagt, nein, ich kenne die Band persönlich. Und deshalb möchte ich mich nicht mit fremden Federn schmücken, sondern ich möchte einfach jemanden auf die Bühne bitten, der es möglich gemacht hat, dass Fool's Garden heute da ist. Und das bist du, lieber Carsten Scherf. Komm doch bitte mal zu uns in die Mitte. Ja, und dann war das dann auch noch meine Idee, habe ich gesagt, Menschenskinder, wenn Fool's Garden schon hier sind, Lemon Tree, vielleicht kurz ansummen, vielleicht kurz unplugged, ihn irgendwie zum Besten geben. Ich gesagt, vielleicht können sie jetzt wirklich mit Musikgeräten, mit Musikinstrumenten spielen, aber wir haben keine. Da haben wir einige Vorgaben noch bekommen. Naja, wer kann es umsetzen? In die Runde gefragt, Carsten hat gesagt, komm, lass mich das in die Hand nehmen. Und ihr kennt die Gruppe Blind Date und Blind Date, Marilyn Monroe hat gesagt, Mensch, ich stelle das Equipment, deshalb kann man heute Fool's Garden live erleben. Danke, Merl, und danke, Carsten. Ja, vielen Dank, lieber Klaus. Hallo zusammen. Ich möchte mich natürlich bei allen bedanken, besonders natürlich bei der Band Fool's Garden, dass ihr das möglich gemacht habt. Ich habe ganz ehrlich vor 6 Monaten und 12 Tagen dem Klaus eine Mail geschrieben.
ich habe eine Idee. Und aus der Idee ist 6 Monate später das geworden, dass wir heute hier sind. So viele Zuschauer sind gekommen. Ich freue mich sehr. Die Medien haben auch zum Event aufgerufen. Die Schulklassen sind da. Und ganz besonderen Dank gilt natürlich auch, muss ich auch nochmal sagen, Mertel, super, dass du eingesprungen bist. Und Fips als Techniker von Blind Date, klasse, toll. Mein Dank an euch. Ich wünsche euch mit dem neuen Hit alles, alles Gute. Ja, ich wünsche uns einen schönen kleinen Vormittag hier. Peter, ein kleines Lied wäre vielleicht auch schön. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf einem Konzert in Oberfranken wieder. Das wäre eine Einladung von mir an euch, vielleicht nochmal ein Konzert hier zu geben. Wir haben bestimmt eine gute Location irgendwo in der Nähe, wo Fool's Garden mal ein ganzes Konzert geben könnte. Vielen Dank. Nicht irgendwo in Oberkotzau. Only Oberkotzau. Saalinalhalle. Ansonsten außen vor. So, jetzt muss ich dann doch auch mal kurz was sagen. Hallo miteinander, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Empfang. Überhaupt vielen Dank für die Einladung hierher. Wir fühlen uns wirklich sehr geehrt, in diesem illustren Kreis hier auch stattfinden zu dürfen. Ich habe schon mit meinem Bürgermeister telefoniert, gerade vorhin, habe gesagt, du musst unbedingt ein Ortsschild hierher schicken. Er wollte ein paar Belegexemplare, die habe ich ihm gerade geschickt per WhatsApp. Und ich bin überzeugt davon, dass wir bald noch ein Ortsschild aus... Das ist nicht ganz so, klingt nicht ganz so toll wie Oberkotzau, aber es heißt Ötisheim, im Volksmund heißt Eize. Du musst nicht sagen, wo das ist in Deutschland. Das ist in Süddeutschland, in der Nähe von Feigen, da wo du auch mal gelebt hast, ne? Ja. Zwischen Pforzheim und Stuttgart. Ja, und wir freuen uns tatsächlich, dass wir hier sind. Wir haben heute Abend noch ein Konzert in Marienwerder, deshalb können wir leider nicht so lange da sein. Aber nochmal ganz herzliches Dankeschön für den tollen Grillabend gestern bei dir. Ja, wir wurden hervorragend versorgt, haben ein hübsches Hotel gehabt an dem, ich weiß den Namen von dem See nicht mehr, am Untreusee. Ja. Und bei mir hat es zumindest dafür gesorgt, dass ich hier auf jeden Fall nochmal herkommen möchte. Hey. Ein bisschen mehr Zeit an dem See und ich warte jetzt mal ab, was jetzt noch so alles kommt. Vielen Dank, lieber Peter. Gut, dann schreiten wir zur ersten Aktion. Ich darf euch wieder auf die Plätze bitten und die Zuschauer können ganz Auge und Ohr sein, denn jetzt wollen wir natürlich Fool's Garden in die Science of Fame aufnehmen. Ich habe schon überlegt, wie viele Leute sind es. 3 kriegen wir in die Tonschale rein. Wir haben City, wir haben die Booties, Fox Club, das waren 6 Leute. Da haben sie schon etwas Schwierigkeiten gehabt, ihr Handy zu platzieren. Aber ich sag's euch mal, wie wir es am besten machen. Stellt euch doch schon mal hinter der Tonschale auf. Und zwar normalerweise drücken wir immer pro Star beide Hände rein. Geht natürlich in diesem Fall nicht. Deshalb bitten wir euch, je eine Hand in den Ton einzudrücken. Ihr könnt schon mal platzieren, wie ihr die am besten arrangieren wollt. Genau, denn neben euren Handabdruck muss dann auch die Unterschrift noch rein. Aber so schaut es ganz gut aus. Und jetzt bitte ich euch, schon mal auflegen und in die vielen Kameras zu gucken, denn wir wollen eure Gesichter auch schon mal dazu sehen. Sitzt die Frisur? Genau. So, schauen wir noch mal in die Kameras, bevor es dann richtig losgeht. So, und mit der anderen Hand bitte ich euch jetzt, jeden einzelnen Finger fest einzudrücken. Okay. Am Anfang hat man das Gefühl, dass es etwas schwer geht, aber wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, dann gleiten die Finger fast wie von selber rein. Es kommt immer etwas auf die Konsistenz des Tons an, mal ist er etwas weicher, mal etwas härter. Und manchmal musste man die Stars schon richtig quälen, bei anderen ging es dann also richtig schön flutschig rein. Hat jemand einen Hammer? Da down, jetzt ist er ab. Und beim Drücken, schaut doch mal in die Kamera, wir wollen jetzt eure Gesichter in Action sehen. Ja, ah, und jetzt Action, ja. Der Ton ist ein wenig, jetzt kriege ich die Hand nicht mehr raus. Und es ist folgendes, vielleicht eine kleine Anekdote. Unsere Problemzone ist der Handballen. Also immer auf den Handballen draufdrücken, ganz fest. Ich war mal im Rifferboot gewesen, habe Moderatorin Kim Fischer aufgenommen und die Kim Fischer hat dann gesagt, Herr Bär, ich habe doch keine Problemzone, nicht mal am Handball. Nee, guck mal, ich drücke sogar so dick, dass meine Finger viel dicker da reingehen, als sie sind. Und unsere Problemzone ist nämlich der Handballen.
Nee, da muss man nicht. Ich habe keine Probleme zu. Ganz. Nicht mal der Handballen, oder Mädels, meine Damen? Ja. So. Okay. So, jetzt. So und jetzt vielleicht am besten nochmal in die Hocke gehen jetzt. Ja. So, und jetzt wollen wir natürlich unser großes, unser berühmtes Friedenszeichen noch machen. Und zwar hebt bitte mal eure Hände hinter euren Abdruck so auf, dass man euren Abdruck sieht. Die Hand so, nicht, ja. So, genau, etwas höher noch, dass sie nicht so am Ton aufliegen. So, genau. Und das ist jetzt unser Zeichen gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit und für eine friedvollere Welt. Eine Welt ohne Ausländer, ja. Genau, ich sag's. Eine Welt ohne AAA. Das ist gut geworden, ne? Ja, sehr gut. Wunderbar. Sehr hübsch. Super, auf jeden Fall. So, jetzt machen wir aber noch was ganz anderes. Bevor wir den Ton nochmal zeigen, bitten wir um die Signierung eures Starschildes. Herr Gabriel hat sich einer Gesichtstransplantation unterzogen. Genau. Er war beim Friseur. Deswegen. Dass ihr euch nicht wundert. Ich kenne jetzt meinen Namen so in der Geschichte. So, kennst du? Moment, komm. So, kommst du mit deinem Silber? Silber. Silber, ein Gold. Silver Runner. Ja. Cheese. Und mit dem Stift in der Hand, das wenn du gerade beim Ski bist, in die Kamera gehen. Und den anderen Kollegen nicht vergessen. Tschüss. Anderen Kollegen. Hey. Was? Das ist so. Ja. Oh, ganz schön anstrengend so. Ja. Und jetzt machen wir so eine kleine Showpose. Das ist es. Geh mal inside. Tschüss. Sehr schön. So. Ja. Jetzt wollen wir natürlich Ihnen das fertige Ergebnis, die fertigen Handabdrücke auch zeigen. Und dann haben wir alles auf einem Bild. Die fertigen Handabdrücke, natürlich Fools Garden und im Hintergrund das signierte Schild. Sehr schön. So. Okay. Kann man es jetzt? Ja, genau. So, und jetzt bitten wir, die Handabdrücke noch zu signieren. Fußgarten schreibt jetzt ihren Namen und ihren Handabdruck. So, da muss ich hier, ja? Ja. Oder rein? Ja. Ja. Das ist gar nicht so einfach, da reinzuschreiben. Nee. Ja? So, Fußgarten hat jetzt auch Handabdrücke signiert. Und jetzt ein kleiner Wunsch vom Publikum. Also ich muss mich erst einmal bei Ihnen entschuldigen. Es ist halt wie bei jeder Fernsehveranstaltung. Da müssen Sie auch mit unterschreiben. Es kann zu Sichtbehinderungen kommen durch Foto- und Filmkameras und eben durch die Aufnahmen. Jetzt vielleicht einmal ganz kurz die Fotografen mal ein bisschen zur Seite. Wir machen jetzt noch was Privates, dass auch die Zuschauer vielleicht von den Zuschauerinnen mal ein Foto machen können, ohne die Rücken der Fotografen drauf zu haben. Also vielleicht die Fotografen jetzt für ein paar Minuten noch mal kurz auf die Seite gehen und jetzt könnt ihr da noch mal ein Foto von oben machen. Ja, ist das okay? Sehr geschehen.
Hey, jetzt haben die Italiener mich nicht rein. Ja, und es ist Folgendes. Wir haben hier vor, die Handabdrücke hier in Oberkotzau, es sind ja mittlerweile fast 400 Handabdrücke, auch in einer Art Star-Museum zu präsentieren und natürlich auch andere Gegenstände, zum Beispiel signierte E-Gitarren von Peter Maffay, Uriah Heep, Status Quo. Und jetzt haben wir natürlich gesagt, wenn Fulsgarden schon mal da sind, wir besorgen eine Gitarre und lassen die unterschreiben. Aber die haben wir nicht von irgendwoher, sondern Musikkrim aus Hof. Die Gitti Krim ist heute da, hat uns diese Gitarre zur Verfügung gestellt. Und jetzt bitten wir Fulsgarden, diese zu signieren. Jetzt kommt Peter Freudenthaler, signiert sie. Und ein Appell an den Bürgermeister, vielleicht könnte er irgendwas tun, um das zu ermöglichen, dass hier die Handabdrücke und die Gegenstände der Stars auch ausgestellt werden. Aber ihr seid ja dran. Dann hat Oberkotzau eine weitere Attraktion, das Besucher anzieht. Sehr schön. Super. Also es geht so wie in Hollywood, ne? Fotoshooting alle Hollywood, das ist richtige Arbeit. Ich bin schon ganz fertig. Ja. Tschüss. Sind wir schon bei Peace, oder? Sehr schön. Gut, das war's. Aber last not least, und dann kommen wir gleich zum Song. Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen, aber wir sind natürlich zu unseren Stars nicht gelaufen, sondern wir sind immer gefahren, ist ja logisch. Wir hatten ein Starmobil, doch dieses Starmobil hat irgendwann seinen Geist aufgegeben, es wurde zerlegt und über ja, fast 150 Originalautogramme pranken auf unseren weißen Volvo. Und als es dann nicht mehr existierte, haben wir gesagt, das war so eine tolle Geschichte, wir wollen die Tradition des Unterschreibens auf Autoblech weiterführen. Und es war natürlich nicht mehr da, jetzt haben wir uns Autoteile besorgt. Und jetzt bitte ich einfach den Carsten, mir mal dieses Autoteil zu bringen. Das ist jetzt schon das 20. Autoteil und diese wollen wir dann auch in der Rutzigstisix-Ecke hier in Oberkotzau ausstellen. Bitte mal zum Signieren. Warte mal, vielleicht können wir es... Ja. Vielleicht können die Fotografen mal um die... Ja, oder? Was ist es denn? Um das Blech marschieren. CD. So. Fulsgarden habt ihr jetzt dazu geschrieben, damit wir auch wissen, genau, wem die Unterschriften gehören, ne? Ja. Guck mal, immer so. Ja, tück und jetzt. Oh, tück. Ja. Guck mal, immer so. Ja, tück und jetzt. Oh, tück. Wunderbar. Geil. So, vielen Dank. Moment, wir drehen es jetzt nochmal rum, dass wir auch noch zumindest mal ein Foto haben. Und so schaut es natürlich dann aus. Auf welcher Seite sind jetzt die Unterschriften? Da hinten. Mal. Da hinten. So. Wunderbar. Ja, darf ich euch mal geben? Ihr werdet euch wundern, wer vielleicht schon bei Star-Ehrungen dabei war. Peter Maffay und so weiter haben wir immer hier platziert. Ihr werdet euch wundern, weil wir uns hier heute aufgestellt haben. Es gibt nämlich einen ganz neuen Song von Fulsgarden, der heißt Beautiful. Das heißt, wie ich den Refrain gehört habe, liefen mir Schauer über den Rücken als alter Los Angeles-Fan. Der Refrain eures neuen Songs Beautiful könnte ja nicht besser passen zur Panoramaschilde-Weltkulisse des Fernwehparks. Ja, wenn ich da lese, Beverly Hills, Rodeo Drive, Hollywood, Los Angeles und wenn ich dann den Refrain zitiere, Gänsehaut pur. She took a long, long way to America to see the sun goes up in L.A. to be the next big Hollywood Superstar someday. Also ein Muss, eure Ehrung hier vor der Panoramaschilde-Weltkulisse des Fernwehparks durchzuführen.
Und deshalb haben wir gesagt, wir platzieren euch hier vor Hollywood, Los Angeles, vor Malibu, vor dieser Ecke, damit einfach die Hintergrundkulisse auch passt. Das war eine gute Idee. Ja, eine gute Idee, ja. Genau. Ja, lieber Peter, Volker, Thorsten, ich bitte euch jetzt auf eure Hocker, macht euch schon mal bereit, denn jetzt wollen wir natürlich auch was Besonderes von euch hören. Aber es geht noch nicht los. Einen kleinen Moment noch. Ach, yeah. Yeah. Ich habe gerade eine Sonnenidee. Ja, wir wollen natürlich nicht irgendein Lied von euch hören, sondern wir wollen eines hören, was von einem Zitronenbäumchen handelt. Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben geschaut, wo kriegen wir denn eins her, wo also richtig schöne gelbe Zitronen schon dran prangen. Auch ein paar grüne sind da, die müssen noch reif werden. Ja, und hier ist euer weltberühmtes Zitronenbäumchen, der Lemon Tree. Und wir bitten euch zusammen, also in Verbindung mit dem Bäumchen, euren wunderbaren Song, den jeder im Ohr hat, jetzt unser Publikum hier im Amphitheater des Fernsehparks in Magdeburg-Kotzau zum Besten zu geben. Bevor wir jetzt anfangen zu spielen, muss ich sagen, bis vor ein paar Wochen wussten wir wirklich nicht, dass es euch gibt hier, liebe Menschen in Oberkotzau, geschweige denn von eurem Ortsnamen oder sonst was. Aber ab heute werden wir das nie mehr vergessen. Ah, das ist schön. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für diesen also uns besonderen Tag hier. Wow. Okay, und wenn ihr wollt, dann spielen wir es jetzt für euch. Das macht er. Wir freuen uns. Danke. One, two, three, four. I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens. And I wonder, ist an der richtigen Stelle gefallen. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens. Yeah.
Satellit zu singen, ihr nochmal für uns kommt. I wonder how. Tell me around. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder how. And all that I can see is just another lemon tree. And I wonder how. Wir müssen ja tatsächlich nochmal herkommen, ne? Ja. Das finde ich auch. Aber wir haben noch dieses kleine neue Liedchen für euch dabei. Das ist eigentlich fast eine Weltpremiere, was wir heute machen. Wir machen jetzt in Oberkotzau die Weltpremiere live von unserem neuen Song, der auf dem nächsten Album drauf sein wird, das Ende November erscheint. Das heißt Captain Coast is Clear. Der Song, die erste Single-Auskopplung, heißt Beautiful. Und was könnte es schöner geben als so eine Widmung am heutigen Morgen hier für euch? You're so beautiful. Ah. Dankeschön. One, two, one, two, three, four. She was, but now she's up and away. So extra.
job, baby. Vielen herzlichen Dank für den ersten Konzert in Oberkotzau zum richtigen. Schön großartig, was ihr hier habt. Ich wäre stolz, mein Dorf wird sowas auch vorweisen können. Großartige Geschichte. Danke, passt auf euch auf. Tschüss. Hallo, hier ist der Peter Freudenthaler von Fool's Garden und ich grüße alle Hörer von Extra Radio und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Da geht es auch manchmal so mit ein bisschen mehr Ellbogen und so zu. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz herzliche Geschichte hier und passt zu dem, für was es steht, für Frieden und Gleichheit auf der Welt und Welt ohne Vorteile. Und ich bin sehr, sehr stolz und glücklich, wir alle, dass wir hier sein dürfen und Teil von diesem illustren Kreis darstellen können. Jetzt hast du schon angesprochen, große Bedeutung hier. Frieden auf der Welt ist gerade in diesen Zeiten ganz wichtig. Ja, Frieden nicht nur in dieser Zeit, ich glaube immer. Und wenn man weiß, wo wir herkommen, wenn man ans Mittelalter denkt oder nur mal 80 Jahre zurück, was hier in diesem Land alles passiert ist und nach wie vor auf der ganzen Welt passiert und wie ungleich immer noch alles verteilt ist. Und ich weiß nicht, ob man das große Ganze dadurch, ich glaube nicht, dass man das große Ganze dadurch ändern kann, aber man kann im Kleinen Bewusstsein stiften. Und ich glaube eh, die Dinge, die im Kleinen passieren, die sind extrem wichtig. Ich glaube, man darf nicht immer nur an das große Ganze denken, sondern muss gucken, dass man so in seinem eigenen Umfeld die Samen sät, die für ein friedliches Miteinander wichtig sind. Euer größter Hit, Lemon Tree. Würdest du einfach nochmal die Geschichte erzählen, wie dieser Song entstanden ist? Ich meine, das ist ja ein Song, den man weltweit mitsingen kann. Ja, das waren 20 Minuten eine Sternstunde in meinem Leben, wo ich da saß und meine Freundin gewartet habe und noch ein bisschen Zeit hatte zum Klimpern. Und dann habe ich auf dem Klavier rumgehackt und auf einmal war die Melodie da mit dem Songtitel auch, von dem ich am Anfang gar nicht wusste, was mache ich denn mit dem Song mit Lemon Tree. Aber ich habe dann einfach einen Text drumherum gestrickt und hätte mir jemand gesagt, das ist so ein Mega-Ding, wird das nach 25 Jahren danach noch so in den Gehörgängen sämtlicher Menschen hier auf der Erde fest verankert ist. Da hätte ich gesagt, du spinnst, aber ich freue mich natürlich unglaublich, dass es so ist. Aber ihr habt auch eine aktuelle Single, heute zum zweiten Mal aufgeführt, Beautiful. Kannst du uns dazu noch etwas erzählen? Ach ja, das ist ein Song vom aktuellen Album. Das neue Album, das ist für... Es ist ein bisschen elektronischer ausgefallen als all die Sachen, die wir in der Vergangenheit bisher gemacht haben. So ein paar Andeutungspunkte gab es beim noch aktuellen Album Rise and Fall schon vor 2 Jahren, wo die Reise eventuell hingehen könnte. Der Song ist so in der klassischen Fool's Garden-Manier, sage ich mal, geschrieben. Der ändert sich im zweiten Teil dann so ein bisschen, wo man auch so leichte elektronische Einflüsse dann verspürt. Das ist ein Wohlfühlsong, eine fiktive Geschichte und aber einer der bereits jetzt ganz viel Resonanz erzeugt, was uns natürlich sehr freut. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich will mich verabschieden. Ja, tschüss, hat mich sehr gefreut. Danke für die netten Worte. Warte, ich hoffe, ich komme echt wieder. Ja, definitiv. Wir haben nächste Woche, im nächsten Jahr, im Mai, ganze Festival, ganze Woche, wo wir Kulturwoche machen. Ach, super. Ich passe immer mit rein, also wo jeder was anderes ist, auch Lesungen und Zeug. Und das war eine Stimmung. Also, toll. War super. Das würde mich freuen. War echt das am frühen super. Morgen. Ja, das ist schon. Der Stefan gerade gesagt. 1, 2, 3. Danke euch. Hallo. Komisch, ich möchte ja gefreut werden. Ach schön, mach mal eins. Das ist schön. Danke. Das ist ganz frisch, gell? Okay. Frisch aus dem Ei. Wie? 8 Monate. Oh. Danke sehr. Bitte gerne. Alles Gute. Bye. Bitte. Ja, das an hier. Ja. Selber gemalt. Da wächst Großes hier in Oberkotzau. Das ist ja toll. Toll. Und wann hast du das? Wie heißt du? Mein Name. Leni, aber ohne Ehrenbild. Und meine Tochter. Oh, cool. Genau. Danke.
Das ist der Start einer ganz großen Karriere in Oberkotz. 3000 Meter. Mach 5000 und schick mir davon, weiß ich nicht. 3000 Meter. Das sieht aber aus wie im Nebel, ne? Ja. Tschüss. Das ist halt der gescheite Kamera. Für wen? Für dich? Ja, für Michaela und Martin. Für Michaela und Martin. Ja. Ich pass gerade mal aufs Bild drauf. Mit der durchsichtigen Hülle. Danke. Ich bin auch ein Musikerkollege. Ich bin auch, ich hab 95 dann, wie ihr es rausgebracht habt, ja. habe ich mit der Musik so richtig intensiv angefangen. Ne? Nee, wir haben das dann ganz viel gespielt auch. Ja. Toll. Ich weiß, ich, naja, gut. Das wäre ja, echt. Komm her. Okay. Ja, jetzt machen wir, jetzt sind wir gleich in der Reihe. Lass mich mal diese amerikanischen Schilder noch kurz fotografieren. Das war nämlich, was ich dir gerade erzählt habe, mit dem Turnpike hochfahren. Ja, ja. Da kam die Songidee zu dem 25 Miles to Kissimmee, so ein Rock'n'Roll-Song. Ja. Nicht mit Amerika im Hintergrund. Welcome to the United States of America. Und wir waren ja vorhin schon bei Malibu und Los Angeles Schild, was natürlich ganz toll zu deinem Refrain passt von eurer neuen Song Beautiful. Malibu, das ist meine Welt, Hollywood und so weiter. Ja, das ist hervorragend. Ja, das ist natürlich schade. Das muss jetzt ich auch nochmal fotografieren, das Malibu Schild. Oh ja, genau. Soll ich dich dann auch mal vor dem Malibu Schild fotografieren? Auch sehr. Sehr gerne. Ja, ja. So, jetzt wechseln wir mal schnell mal die Handys. Peter Freudenthaler von Hollywood und Malibu. So, bitteschön. Danke. Wir machen jetzt aber auch noch eins. Wir machen jetzt auch mal noch eins zusammen, okay? Okay, ja. Dann ein schönes Selfie. Genau. Ha. Aber sieht gut aus, ihr beiden. She was more than only just beautiful. She was, but now she's up and away. So extraordinary, radical. Will I see her again? She took the long, long way to America to see the sun go up in LA, to be the next big Hollywood superstar someday. Yeah. Wir waren ja 27 Mal in Amerika, wie ich erzählt habe, die Show von Siegfried und Roy, ja. Haben wir 8-mal gesehen. Nee. Also grandios, ganz toll. Und das ist hier passiert in der Villa von Siegfried und Roy, wo wir die gesehen haben. Ja, toll. 8 Jahre war ich dran, um an Arnold Schwarzenegger ranzukommen. Er soll auch noch eingeladen werden. Sein Freund Ralf Möller war mit dabei bei der Einweihung des Arnold Schwarzenegger Museums in Thal in Österreich. Wow. Das ist der Original-Handabdruck von Frau Dr. Alma Obama. Der Schwester. Da habt ihr ja heute schon mal gesehen und gemerkt, wie man das macht. Ja. Na? Oh mein Gott, und das ist ein ganz großes Ziel, auch mal die. Ja, den Präsidenten der Vereinigten Staaten in den Science of Fame aufzunehmen. Wird eine schwierige Aktion werden, aber wir versuchen es. Thomas Gottschalk, da war der ja 2-mal bei ihm in der Sendung gewesen. Ja. Nochmal 18, die 90er Show. Da habe ich auch auf die Hände von Thomas gedrückt. Er wohnt ja hier oder hat gewohnt in der Nähe von Hof bei Kulmbach. Ja, jetzt gehen wir einfach hier nochmal weiter. Toll. Denzel Washington habe ich in New York aufgenommen. Ganz großer Hollywood-Schauspieler. Ja. Einfach ganz tolle Geschichten. Also, ich bin echt beeindruckt, wer hier. Man trifft dann auch viele Bekannte plötzlich wieder, ja. Halt, denen man auch schon so begegnet ist. Weil vorhin habe ich witzigerweise bei der Gottschalk-Show, da im dritten Programm war ja auch die
Na, Barbara Wusso, ja, ja. Und die Mareile Höppner mit dabei. Und die sind ja auch unmittelbar, hängen unmittelbar nebeneinander. Die hast du vorhin gesehen, ja, ja. Genau. Ja. Witzig. Ja. Ja, und da siehst du, was auch hier bei einer Starsternverleihung bei Peter Maffay los war. Und auch sehr viele Fernsehteams mit dir gewesen. Da siehst du, da glänzt der Stern noch. Im Moment hat er schon ein bisschen Patina angesetzt. Aber wenn die Sterne neu sind, dann glänzen sie. Und eure Handabdrücke sollen ja jetzt einmal in Oberkotzau ausgestellt werden. Wir sind dran und Bürgermeister Breuer auch. Und so schauen die gebrannten Tontafeln dann aus. Das ist die Originalgröße. Cool. Und durch die entsprechende Lichtschattenwirkung werden dann die Konturen der Handabdrücke richtig schön herausgemeißelt. Philipp Lahm zum Beispiel hat hier seinen Fußballschuh reingedrückt. Man sieht hier abgebildet, wie er das macht. Das sind die großen Pranken von Dirk Nowitzki, der ist ja 2,13 Meter groß. Dementsprechend groß sind dann natürlich auch seine Hände. Thomas Gottschalk nochmal. Henry Maske hat hier seine Faust reingedonnert, also richtig Wumm hat das gemacht hier in den cooles, Ton. Cooles Bild, toll. Alfons Schubeck seinen Kochlöffel reingedrückt und hier sieht man die zarten Händchen von Helene Fischer. Und hier in der Dick City, der ist leider schon gestorben, das ist der Drama von City, der hat immer barfüßig gespielt, deshalb ist er auch mit seinem Fuß rein. Hm. Ja, das ist Uriah Heep. Natürlich die ganz großen Rockbands, Lady in Black, haben uns hier gestern Abend privat unterhalten. Ich habe vor vielen Jahren, als er noch gelebt hat, denn, Gott, fällt mir der Name nicht ein. Ken Hensley. Ken Hensley, ja. Kennengelernt. Und da haben wir uns unterhalten, wie schreibt man Hit? Weil er ja auch mit Lady in Black in den Proberaum kam. Ja. Und er war ja gar nicht der Sänger. Er kam aber mit diesem Song und hat ihn vorgestellt. Ja. Und die fanden ihn alle doof. Und der Sänger hat gesagt, das ist ein Kinderlied, das singe ich nicht. Okay. Und dann hat er gesagt, dann singe ich selbst. Und da hat er selbst gesungen, es ist der größte Hit von Uriah Heep geworden. Und meine Tochter, als meine zweite Tochter, als die 4 oder 5 Jahre alt war, habe ich die dabei ertappt, dass die Melodie von dem Lied gesungen hat. Und da war mir auch in dem Moment echt so richtig klar, ne, das ist auch ein Hit, der keinen Halt macht vor Generationen, vor Alter. Ja. Das ist einfach so eine universelle Melodie, die jeden trifft, wenn er sie mal hört. Und das kennt auch heute noch jeder, ne? Lady in Black. Genau. Ich sage immer, ich bin mit der schönsten Musik aufgewachsen, die es jemals gab. Das sind die 60er, 70er. Ich kann mit der heutigen Musik also wenig anfangen. Es gibt heute schon auch noch tolle Musik. Man hört sie halt leider nicht so im Radio. Aber es ist richtige Ohrwürmer. So ein paar gibt es schon. Ich habe das auch wegen verfolgt. Also ein paar, also wo ich sage, ja, das ist, hat wirklich eine Melodie. Ja. Ich mag das auch sehr, wenn eine Musik eine Melodie hat, die man wieder erkennt. Ne? Ja. Natürlich Johnny Cash. Johnny Cash ist natürlich auch ein ganz gutes Vorbild für mich gewesen. Johnny Carter Cash haben wir ja gestern Abend erzählt, wie wir privat zusammen waren. War persönlich im Fernsehpark und hat 3 Wochen nach dem Tod seines Vaters, seinen Vater, in Memoriam in die Science of Fame aufgenommen. Ne? Michael Wollen haben wir natürlich den die Beziehung zu Mendes Finger. Ja, das ist ein ganz lieber Kerl. Also das ist ein toller. Wenn der erzählt aus der Hitparade von früher, wir haben mit dem schon Nächte verbracht an Hotelbars und ein toller Erzähler. Ich sage ihm ganz liebe Grüße aus dem Fernsehpark. Ja. Und wenn du welche entdeckst, die du auch kennst, sagst, ich bin gerade im Fernsehpark, hallo. Ja, ja. Hier mal meine Wänge, wo ich dir gestern erzählt habe. Ich wusste als Jugendlicher nie, in wen bin ich heute und morgen verliebt. Einmal war ich in die Wänge verliebt, dann was wie die Gitte, die so schön mit den Augen glimmern, die den Augenwimpern glimmern kann. Dann was wieder die Wänge. Und die Wänge haben wir hier schön mitgebracht. Dort wohnt sie in Norwegen, in diesem Ort Weyer, oder wie man das ausspricht. Freddy Quinn war eigentlich der, der in Jugendjahren in mich dieses sprichwörtliche Fernweh gelegt hat, mit seinen Liedern Unter Flugzeugen oder Unter fremden Sternen fährt ein weißes Schiff nach Hongkong. Und da hatte ich schon irgendwie damals die Sehnsucht nach fremden Ländern. Und Freddy war eigentlich, den müsste ich eigentlich den Fernwehpark widmen, weil er die Grundlage des Fernwehparks eigentlich war. Silbermond, Helene Fischer, Albert Hammond, natürlich in Never Rains in Southern Kalifornien, ganz toll, ganz toll. Ja, und Christy, wow. Genau. Das war hier die Eröffnung des neuen Fernwehparks mit Elke Sommer. Die war Stargast hier, Elke Sommer aus Hollywood, Susie Quattro, natürlich auch eine ganz große Rocksängerin.
Hier sieht man das, was ihr heute absolviert habt. Elke Sommer drückt auch ihre Hände in Ton. Toll, Mensch, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Echt Respekt. Ja, danke schön, Wahnsinn. Peter. Vielen Dank. Ja, hier haben wir also jedes Bild mit viel Arbeit verbunden. Ne? Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir drehen jetzt den Rückzug an. Es gibt was zu essen, aber ja. Peter, wir machen nicht die gleiche Straße, wir gehen jetzt die Straße durch, da kommen wir auch hin. Ich darf die Kameraleute mal vorab bitten. Peggy March habe ich beim Smargo Award in Berlin getroffen. Ja, hier ist ein Teil der Comedians. Die Comedians sind also, gehen auf der anderen Seite weiter. Ganz toll ist Alphonse. Der macht also nicht nur der Mau drauf. Den schicke ich nämlich auch gleich noch ja? Mit, ja. Ja, der stellt sich vor seiner Veranstaltung ja. hin und gibt 5 Minuten ein Statement gegen Rassismus ab. Mhm. Das erwartet man von ihm nicht. Ja, ja, weil ich ist weiß. Ein ganz toller Mensch. Hat er so ein Programm, ne? Ja, ja. Genau. Ein ganz lieber, der war letztes Jahr bei uns, wir haben so ein Instagram-Festival veranstaltet. Ja. Im Mai letzten Jahres, so als Überbrückung in der spielfreien Zeit und ja. da war er auch gleich mit am Start, hat gleich mitgemacht. Ganz lieber Kerl, ja. Liebe Grüße an ihn. Richtig, ich schicke dir auch gleich ja. ein Bild. Ja. Das ist ein Teil der Comedians, die wir haben. Der ist auch großartig, der Dudenhöfer, ne? Ja, der ist klasse. Ach, da ist er ja, der Alphonse. Genau. Peter Falfi, ne? Heißt er ja. Wir machen jetzt hier nochmal ganz kurz Boss Hoss. Die Gruppe ist also ganz toll. Zalort. Das ist ja die genau. Zeit von damals. T-Rex haben wir auch. Karat Donovan. Also der hat ja auch ein Lied, ein ja, Wahnsinn. Besser, schöner wie das andere. Dann haben wir hier nochmal Karat. Sohn vom Sänger. Genau. Ja. Der Sohn Uriah Heep nochmal. Status Quo natürlich. Das sind die ganz großen Rock-Vorbilder. Ich sogar noch mit dabei. Ne? Ja, er ist gestorben. Das war mein allererstes Konzert. Ja? Das Status Quo Sindelfingen Messehalle 1978. Ja. Und da war für mich klar, das will ich auch. Genau. Das war tatsächlich, genau. Ja, ja. So ein da haben wir uns ja gestern unterhalten. Ja, genau. Das war für dich die Inspiration, auch Sänger oder beziehungsweise naja, das war halt voll, da waren in einer Band zu spielen. 10.000 ja. Leute in der Halle und ich war Teenager und stand da ganz vorne und habe die Energie gespürt und dachte, boah, sowas will ich auch, wir müssen eine Band gründen. Und habe ich mit einem Freund und Klassenkamerad dann die erste Band gegründet. Und dann haben wir tatsächlich auch gleich angefangen, relativ schnell angefangen, eigene Songs zu schreiben. Das war schon auch immer so ein... Mhm. Ein langer Weg bis zum Lemon Tree, ne? Ja. Bis man dann an so einen Punkt mal kommt. Dann war Uriah Heep praktisch für dich, was für mich Status Quo für dich, was für mich Freddie Quinn war. Ne? Mhm. Dieses Fernsehen und bei dir die Grundlage zu deinem. Ja, und wie gesagt, als kleines Kind, aber den habe ich auch schon gesehen, Hein Simons Heintje. Heintje. Als Vierjähriger war ich Oma so lieb, meinen Familienmitgliedern Ständchen gesungen, Oma so lieb, Oma so nett. Ja, ach, ja. Wenn ich dich, meine Oma, nicht hätte. Oder Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen. Und da hat, das auch, schließt sich auch wieder ein Kreis, bin ich... Das Zimmer von meiner Schwester und mir, wir hatten gemeinsam ein Zimmer, war das Durchgangszimmer zum Schlafzimmer meiner Eltern. Und vielleicht war ich da 5 oder 6, da hat kam morgens Musik aus dem Schlafzimmer meiner Eltern und mein Papa hat so einen kleinen Kassettenrekorder von ITT Schaub Lorenz gekauft gehabt mit 2 Kassetten, eine von Heintje und eine von Frank Sinatra. Und da kam Musik von Heintje aus dem Schlafzimmer meiner Eltern und ich habe die rauf und runter gehört, die Kassette. Konnte wirklich jeden Song singen. Ich komme. Und dieser Kassettenrekorder, der ist am Anfang von unserem Video bei Beautiful jetzt mit dabei. Ist mit dabei. Wir, genau, da lege ich eine Kassette ein, steht Beautiful ja, drauf ja. und mache den Deckel zu und dann geht der Song los. Und das ist ja für mich ein sehr schöner ja, Moment, dass wir das damit eingebaut haben. Hm. Erinnerungen verbunden. Finde ich ganz toll. Super, Dankeschön. Kerstin Ort war auch persönlich hier, die immer lacht. Omega, das ist eine ganz Gruppe aus, totale Gruppe aus Ungarn. Silly Frontfrau. Noch die Anna Roos. Die zwei sind auch cool. Der ja. Uwe Hasbecker. Uwe Hasbecker, genau. Die sind ja selber schon Stars, ne? Kann man ja, sagen. Ja.
Maschine hat uns ja in Verbindung gebracht mit Julia Neigel, die jetzt neue Frontfrau ist. Ja. Wir sind von befreundet. Ja, sage ganz liebe Grüße. Richtig aus. City nochmal am Fenster natürlich da. Das ist natürlich auch der Song. Peter Kraus, der Terold, die beiden, die sind immer zusammen. Der hat jetzt einen neuen Starstern bekommen, Rainer Meusch. Der hat 500 Schulen in Afrika gebaut. Ich weiß, der hat jetzt eine ganz tolle Geschichte. Den habe ich vor 2 Jahren auf dem Schiff getroffen, wo wir mit dem Fandach hier so eine Kreuzfahrt gemacht haben. Ja, ja. War er auch mit dabei. Und er hatte uns vorher über seine Tochter schon gebucht für so ein Konzert letztes Jahr in der Karibik. Ja. Wo wir eigentlich hätten spielen sollen. Und dann wurde es aber auch wegen Corona abgesagt werden. Ja. Auch ein toller, toller Mann geworden. Und auf seiner Weltumrundung mit dem Sportflugzeug hat der Rainer dann die Schönheiten der Welt gesehen, aber auch das Elend in den Entwicklungsländern, in den Ländern der dritten Welt. Und er hat gesagt, ich habe jetzt so viel Sprit verblasen, ich möchte der Welt, ich möchte den Menschen irgendwas zurückgeben. Und dann hat er begonnen, 5 Schulen zu bauen. Ruanda, glaube ich, war es, als Schwarzafrika, Asien, Amerika. Und als er dann in die Augen, in die glücklichen Augen der Kinder sah, dann hat er so viel Freude empfunden. Und dann hat der Rainer gesagt, Mensch, das hat mir so viel mehr gebracht als die ganze Weltreise miteinander. Ich mache weiter. Und es ist nicht bei 5 Schulen geblieben. Er hat 10 gebaut. Er hat 100 gebaut. Er hat 200 gebaut. Und der erste Bürgermeister hat es gerade gesagt, bis zum heutigen Tag und mir läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn ich die Zahl nenne. Es sind nicht 500, es sind 530. Ich habe gestern mit ihm gemeldet, 548 Schulen. Und er hat damit über 108.000 Kindern eine Schulbildung ermöglicht, die sie sonst nie erfahren hätten. Ich glaube, der Applaus jetzt im Auditorium hier in Oberkotzau könnte nicht größer sein. Dein Applaus. Vielen Dank dafür. Und wir bitten dich jetzt etwas zu deinem Vorhaben, zu deiner Herzensangelegenheit zu sagen, aber das soll natürlich beim Anblick des Starsterns sein. Im Moment ist er ja noch verhüllt mit einem roten Samttuch, aber ich bitte dich jetzt einmal hier anzufassen und wir werden jetzt ganz langsam den Stern, den Rainer Meusch aufgrund seiner hervorragenden Leistung an der Hilfe am Nächsten auf dem Boulevard der Humanität verliehen bekommt, werden wir diesen jetzt enthüllen. Wir können das noch ein bisschen die Spannung erhöhen, indem wir das rote Tuch hier oben etwas noch mit lagern. Das ist aber wirklich schön. Ja, er leuchtet in der Sonne. Rainer Meusch, ganz persönlich für dich. Herzlich willkommen auf dem Boulevard der Humanität hier im Fernwehpark in Oberkotzau. Schön. So schaue ich halt aus, wenn ich auf Tour bin. Cool. Das war früher mit den großen 16mm Kameras. Das ist jetzt natürlich schon digital. Dann haben gesagt, häng dich doch auch mal mit zu den Regisseuren hin. Wim Wenders, Bernd Eichinger, Dominik Graf, Roland Emmerich, waren wir bei der Premiere gewesen von The Day After Tomorrow. Cool. Und das ist also ganz, ganz lieber Michael Bulli-Herbig. Ja. Durch den bin ich zusammengekommen von Günter Wetzel. Günter Wetzel ist ja mit dem Ballon. Genau. Vom Osten nach Westen geflogen, also geflohen. Ich habe den Film gesehen, ja. Ja. Das ist ein toller Film. Und er ist jetzt neu verfilmt worden durch Bulli Herbig und ist wirklich auch ein ganz, ganz toller Mensch. Am Anfang geht es etwas schwer und es kommt auch etwas auf die Machart des Tons an. Man steckt da nie drin. Manchmal ist er. Wer hat den Ton gemacht? Das ist eine Spezialfirma, also. Die macht es immer. Aber manchmal haben wir wirklich Schwierigkeiten. Maybrit Illner zum Beispiel ist überhaupt nicht gekommen. Ja, das wundert mich nicht. Und Reinhold Messner mit seinen Felserprobten. Der ist reingefallen. Der ist gar nicht reingekommen. Echt nicht? Ja, ich musste danach drin. Auch Arnold Schwarzenegger muss sich die Finger in den Ton drücken. Was? Was? Etwas schwächer. Das Schwarze. Ja, das sind so Schwächlinge. Auf die andere Seite bitte. ORF? Bitte hochschauen. Die Ringe mit der rechten Hand jede einzelne von der anderen. Mal hochschauen bitte. Bitte hochschauen. Danke. Super. Super. Auf den Handball. Da mit viel Druck. Prima, prima. Und jetzt noch mal. Und noch mal. Improvisiert hast du gesagt, oder? Ja, genau. Ciao, noch mal hoch, ja. So. Gut. Schau, ich mach sogar. Schau, hier vorne auch, ne? Ja, super.
Sie haben doch schon mal geübt in Hollywood, Herr Herbig, ne? Und darum kann es das hier im Fernsehpark also, so fantastisch. Ich sage es mal so, ich hätte es gerne in Hollywood geübt, aber ich habe es zu Hause. In meiner Badewanne habe ich es geübt. Aber so. Jetzt haben Sie allen Platz der Welt, beziehungsweise auch Kreativität der Welt. Wim Wenders hat zum Beispiel so gemacht, als wenn er gerade ein Bild durch den Such einer so Kamera macht er Wim Wenders Bilder. Beurteilen würde. Jetzt weiß ich auch, warum die Filme so ausschauen. Aber Sie können das ganz ich mach nach das Ihren Geschmack machen. So, jetzt also merke ich schon, dass die rechte Hand ist nicht ganz so warm wie die linke. So, und bei dieser Gelegenheit darf ich noch jetzt jemand als Überraschungsgast mit ins Bild bitten. Und zwar den Mann, aufgrund dessen Basis ja der Filmballon entstanden ist. Günter Wetzel, ich darf dich bitten, lieber Günter, zu uns mit ins Bild zu kommen. Und ja, ohne ihn gäbe es den Film nicht. Und du hast wirklich in Herrn Herbig einen ganz tollen Regisseur gefunden. So, wir präsentieren das jetzt mal. Ein Unikat. Ballon Günter Wetzel und Bolli Herbig. Ja, und jetzt sind wir Mangiare, schon durch. Mangiare. Ich habe nichts dagegen. Ich wollte noch mal mein Foto, wenn das geht, wieder. Ich habe für euch ja nur CD, wenn ihr wollt. Von dem ich bin CD-Sammler. Er weiß das von mir. Super. Okay. Ich zeige dir das nur, dass du das mal siehst. Ne? Wie hast du Bernd Fußgarten? Also das habe ich immer so drauf. Ne? Und dann schau her. Ach, wie cool. Also die habe ich... Die hast du alle. Wow. Ne? Also ich bin CD-Sammler und deswegen bist du für mich einer der Rockgötter. Ne? Ah ja, hör auf. Wenn ich mal gucke, dann habe ich wahrscheinlich... Was mir fehlt, die was noch Ding, die Tisch auf der Däne ist irgendwas mit... Principal Thing ist nicht dabei. For Sale hast du. 25 Miles to Kissimmee fehlt da auch. Dann gib mir mal deine Adresse, dann schicke ich dir was zu, weil ich habe... Ich schicke dir. ...glaube ich nur die hier und eine Best-of bei mir dabei. Er spielt am 3. Oktober hier. Er spielt hier. Er spielt hier. Ich habe also genau. Bist du ganz erregt? Ach Quatsch. Von meiner Kamera. Von der Kamera. Mach mir einen Bildkasten bitte. So hochkant. Ne? Ja, okay. Warte einmal ein bisschen beiseite. Ihr müsst euch so drehen, dass ich jeder im Hintergrund sehe. Ja, nein, nein, ist gut. Der kleine Baum ist da drin. Oh ja, das ist cool. Das ist cool. Bisschen näher ran. Und go. Alles klar, Jungs. Tschüss. So. Super. Schaust du das auch gut? Ja. So. Das muss natürlich jetzt noch sein. Ups, jetzt passt das schwer. Ja, Lemon Tree von Fool's Garden. Peter, das war ganz toll, dass du da warst. Ja, ganz toll. Ich hoffe, dir hat es gefallen, aber ich habe es gemerkt. Ja. Und den Jungs, vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dem neuen Sound Beautiful. Hollywood und Malibu. Danke. Und Amerika haben wir ja schon. Deshalb haben wir euch ja direkt vor der Kulisse platziert, passend zu eurem neuen Song. Viel Erfolg und weiterhin alles Danke, Gute. Danke, Klaus. Dankeschön. Danke. Danke. Heute haben wir mal Prominenz am Stand. Peter. Ja. Ist da von Fool's Garden. Wir haben im Moment ein Jubiläum im Hof. Wir haben 150 Jahre Hofer Wäschlnummer. Es ist schön, dass ich dich hier in Oberkotzau im Fernsehpark treffe und dass ich dir Wäschl in die Hände gebe. Du bist nicht bloß der Wäschlmacher, du bist auch ein ausgezeichneter Moderator. Oh Gott, das ist wie geil. Ja, ich bin hier beim Wäschlmacher in Oberkotzau bei Hof und mir wird ganz viel vorgeschwärmt von dieser Spezialität. Lasst es schmecken. Oh, vielen Dank. Und danke. Ich grüße euch alle herzlich und lasst euch mal bewirten hier vom Wäschlmacher. Wie heißt du richtig? Markus. Ich bin der Markus. Von Markus. Wie der Beder. Beder. Mit Hand oder mit Wagen? Danke. Oh, das schmeckt ja wirklich lecker. Und was ist da das Geheimnis jetzt dran? Ja, das ist also kohlebefeuerter Kessel, wow, der früher getragen wurde. Ist so, dass normalerweise ist unten ein Lochblech drin, dann kannst du es auch tragen. Wenn ich Sud drin habe, dann ist es natürlich so, dass du mit jedem Schritt immer so Sud rein hast. Ne? Ja. Und in Hof kennt es wirklich jeder. Es ist also bis auf die Weltkriege immer existent gewesen und gibt es seit 1871. Klingt immer ein bisschen platt, aber 150 Jahre klingt dann schon, boah, hat noch niemand von vornherein erlebt, aber jeder kennt es. Ne? Und wir sind zu sechs insgesamt im Stadtgebiet. Ja, allein der Sud ist da. Oh ja. Das duftet.
toll, dass du so eine Tradition weiterpflegst. Also ja, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, na, seit 17 Jahren. Und ich ja, mache nicht nur Hoferwäschlemmer, ich bin auch verantwortlich mit fürs Volksfest in, hm, in Hof. Wir haben 6.000 Mann gleichzeitig bekatert. Mit Zelt und Biergarten, ist aber im Moment nicht existent. Und dazu noch Filmtage. Wir haben hier gewachsenes Festival, deutsches Festival, mhm, seit 55 Jahren. Und du lebst davon? Ich kann ja nicht verhungern. Toll. Nee, klar. Ich komme jetzt gerade von der Schule. Freitag ist immer Schultag. Und jetzt gehe ich dann, jetzt habe ich den kurzen Termin hier mit euch gemacht. Freue mich, dass ich dich persönlich kennenlerne. Tito.